Wir haben es, Moment, 6.30 Uhr. Ich habe schon angefangen, mich zu schminken. Deswegen erschreckt euch bitte nicht. Ich habe schon das Schlimmste abgedeckt. Leila, gehst du bitte Zähne putzen? Oma kommt in 25 Minuten. Das heißt, wir müssen in 25 Minuten alle fertig sein. Und dann musst du zu deiner Freundin. Gehst du dich jetzt bitte umziehen und Zähne putzen? Die Kinder sind auch schon wach. Ich schmink mich währenddessen, habe ich gedacht, ich sitze hier noch im Bademantel und alles, aber ich habe gedacht, wir fangen heute mal so an. Ich zeige euch mal die wahre Wahrheit. Ganz ohne alles. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt erzählen? Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Meine Mutter kommt gleich. Die holt mich ab, weil ich im Moment kein Auto habe. Und der Hintergrund davon ist, dass ich kein Auto habe. Wir haben uns ein neues gekauft. Tada! Ja, voll spontane Aktion eigentlich. Wir waren am Montag ja gucken, haben da was gefunden und haben dann überlegt und überlegt und überlegt, weil es ist ja jetzt nicht mal eben so, dass es nur 150 Euro kostet, das gute Ding. Kostet ja doch ein bisschen mehr. Und meiner war eigentlich noch gut in Schuss. Ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der hatte nicht eine Macke, nichts. Also der fuhr wie eine Eins. Und deswegen fiel uns die Entscheidung auch nicht so. Ich habe hier so eine rote Stelle, die kriege ich nicht abgedeckt. Fiel uns die Entscheidung auch nicht so leicht. Aber wir haben den Wagen wirklich zum Top-Top-Preis bekommen. Und dann hat Eugen gesagt, ja, shit happens. Wir machen das jetzt einfach. Und dann hat er kalkuliert, wie wir das schaffen können. Und dann haben wir das geregelt. Und wir hatten echt Glück, dass wir unseren alten so schnell losgeworden sind. Dass wir nicht noch den irgendwie wo abstellen müssen, weil wir wollen versuchen, das Nummernschild zu behalten. Das heißt, der alte hat jetzt kein Nummernschild mehr drauf und dann kann man den ja nicht irgendwo so stehen lassen, sondern man muss ihn dann auf ein Privatgrundstück stellen und das wäre jetzt bei uns nicht das Problem gewesen, aber es sind halt nur ein paar Euros, die als Starthilfe für so ein Auto dazukommen und das hat funktioniert. Der wurde gestern Abend abgeholt. Man ist schon ein bisschen mitgenommen, sage ich mal. Ne? Wir hatten den jetzt 9 Jahre, haben wir gestern festgestellt. Wir hatten gedacht, wir hätten ihn schon 10 Jahre, aber nein. 9 Jahre hatten wir ihn jetzt. Und ja, ist doch, emotionaler, sage ich jetzt einfach mal, als man so gedacht hat. Genau, und deswegen fahre ich jetzt mit meiner Mutter zum Straßenverkehrsamt bei uns, also da, wo wir hin müssen, um das Auto umzumelden, also quasi das alte abzumelden, das neue anzumelden. Ich muss mich jetzt umziehen und den Leon anziehen, sonst schaffe ich das alles nicht, bis meine Mutter kommt. Ja. Bis gleich. Hallihallo, ihr Lieben. So, ich habe ganz vergessen, euch mitzunehmen. Also wir sind jetzt schon bei der Zulassungsstelle unseres Vertrauens. Das ist die Frau Mama. Der Leon, ich weiß gar nicht, oh, das Auto ist so groß. Der ist eingeschlafen, aber den müssen wir jetzt trotzdem wecken, weil die beiden sollen mitkommen. So, wir gehen da jetzt mal rein und dann schauen wir mal, was die uns sagen und wie lange das dauert. Oh, der schnarcht richtig. Ja, ehrlich. Hallihallo, wir sind wieder fertig. ja, es hat alles Gott sei Dank geklappt. Es war knapp, aber es hat geklappt. Wir hätten fast wieder nach Hause fahren müssen, weil von Eugen eine Unterschrift gefehlt hat. Aber dank Telefon geht das alles. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und es regnet wie
Wie dolle. Ja, wieder einmal. So, was macht der Leon da hinten? Der ist schon im Chiller-Modus, der schläft bestimmt gleich ein. Ja. Und jetzt kann das neue Auto kommen. Ne? Ja, ja. Das quietscht noch. Aber ich bin ja mal gespannt, was es dafür gibt. Was? Es quietscht. Was? Das neue Auto, wenn es da ist. Wieso quietscht das? Ja. Weil es quietscht. Da muss man einen drauf ausgeben aufs neue Auto. Ja, das kriegen wir hin irgendwie. Nicht erst, wenn es wieder verkauft wird. Das lässt sich regeln. Aber meine Haare. Ziehen. So, ich kann euch mal zeigen, wie es regnet. Wir sind jetzt schon eine Weile zu Hause, also bestimmt schon knappe 3 Stunden. Ich habe jetzt 2 Stände, also 2 Wäschestände abgenommen, 2 wieder aufgehangen, Küche sauber gemacht und, und. Jetzt sitze ich gerade am Rechner. Ich muss ein paar Videos bearbeiten. Und jetzt haltet euch fest, wir können wirklich unser Auto heute schon abholen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Eugen macht heute früher extra Feierabend, damit wir das... Oh, ich habe ein bisschen Augenränder, ne? Müsste ich noch mal ein bisschen über... Oh, sieht ja gefährlich aus in der Kamera. Ich hoffe, das ist... Also in echt ist das nicht so stark. Also, oh, Leon macht hier Randale. Ich warte jetzt auf Leila. Die wird gleich vom Kindergarten hergebracht, weil ich habe ja heute kein Auto. Das heißt, ich habe sie heute Morgen zu ihrer Freundin gebracht. Die bringt sie nachher wieder her, wenn sie gleich vom Kindergarten kommt. Eugen macht früher Schluss und ab 15 Uhr können wir unser Auto abholen. Ich bin wirklich echt super gespannt und echt total nervös, was das angeht. Jetzt ruft bestimmt meine Mutter an. Und ich spreche gleich weiter. Moment. So, Telefonat beendet. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall können wir heute unser Auto um 15 Uhr abholen. Ich bin tierisch aufgeregt und tierisch nervös. Ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Ich weiß nur nicht, inwiefern da, wo wir das Auto gekauft haben, Film und sowas erlaubt ist. Aber definitiv zeige ich es euch, sobald wir es haben und sobald wir mal drin sitzen und fahren. Also ich bin echt aufgeregt. Aber naja, also das ist so ein Auto, das wünschen wir uns schon seit, ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren. Und jetzt haben wir es uns endlich den Wunsch erfüllt. Und ich bin urhappy. Aber andererseits muss ich auch echt sagen, bin ich echt, ja, hier ist meine Wäsche im Hintergrund. andererseits bin ich auch echt so ein bisschen, oh, diese Augenringe. Ja, fies aus, echt. Andererseits muss ich auch sagen, bin ich echt so ein bisschen, ja, ja, traurig, kann man das so sagen, dass wir das alte Auto abgegeben haben, weil es hat uns jetzt echt lange treue Dienste geleistet und wir haben viel Zeit und viel Geld in dieses Auto reingesteckt, dass es so gut in Schuss bleibt, wie es jetzt war und jetzt haben wir es halt abgegeben. Aber naja, egal. Irgendwas endet immer und dafür fängt was Neues an. Das ist halt der Kreislauf so, aber... Oh, ich kann das gar nicht sehen, ey. Aber, ja. Es kann nur schöner und besser werden. Also ich melde mich später. Ich hoffe, nachher sind die Augenringe weg. Achso, Leila ist jetzt übrigens auch da und sie ist echt schlecht drauf heute. Deswegen musste sie jetzt mal ein paar Minuten in ihrem Zimmer sein. So, jetzt ist sie da. Und jetzt muss ich ihr mal helfen, weil sie hat sich heute... Zeigst du das mal, was du deine Haare hast? Kaputt gegangen. Ist nicht so schlimm, Mama repariert das. Zeig mal deine Haare. Mach mal Kopf runter. Nach unten in den Kopf. Bella hat sich so einen tollen Haarreifen heute im Kindergarten gebastelt.
Wirklich schön. Achso, jetzt hat sie einen Bolli gefunden. Jetzt kannst du wieder lachen, oder was? Ja. Jetzt ist wieder gut? Ja. Mami, heile Mama. Ja, Mama macht heile. Da war bis auf die kleine Biss und den Fußboden. Ja, die Strähne war bis zum Fußboden. Müssen wir ein bisschen kürzer machen, ne? Damit du nicht drauf trittst, okay? Nein. Wollen wir das jetzt machen? Ja. Und holen wir nachher unser neues Auto ab? Nein. Warum? Ja, Leila war ja eigentlich heute verabredet. Aber wir mussten das leider verschieben, weil ihr Kindergartenfreund vorher keine Zeit hatte, dass ich sie... Moment, Schatz, ja? Dass ich sie hätte vorher hinbringen können. Und da ich nicht weiß, wie lange das jetzt dauert, haben wir das dann auf nächste Woche verschoben. Aber ich denke mal, nach einem Bollo hat sie das jetzt auch verkraftet. So, jetzt werde ich da mal deinen Haarreifen reparieren. Deine Anna-Haarreifen. Du brauchst sowas nicht. Wir haben auch einen. Und dann nehmen wir euch nachher mit, wenn wir das Auto holen, ne? Hallo, so wie ihr seht, Eugen ist da. Hi. Wir sitzen im Auto und fahren jetzt das Auto. Ja, ich bin leicht aufgeregt. Ich habe mir natürlich auch gleich die geeignetsten Schuhe angezogen, die ich habe. Aber ich dachte, ich muss es damit gleich machen, weil ich wechsle ja nicht meine Schuhe zum Autofahren. Nee. Oder? Also, deswegen habe ich mir gleich meine normalen Schuhe angezogen. Leila möchte was zeigen. Leila möchte was zeigen, wartet mal. Was ist denn das? Ariel. Und wie heißt der? Sebastian. Sebastian, genau. Morgen ist Spießertag und dann nehme ich Sebastian mit. Genau, morgen ist im Kindergarten. Genau. Und Leon hat eine Pinguin-Handtasche, super. Also, das war's. Ja, wir haben ein bisschen Unterhaltung mit. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Und du? Ich auch. Ah, seht ihr, es geht nicht nur den Frauen so. So, wir stehen jetzt hier vor dem Autohaus. Eugen ist jetzt drin und, Moment. Eugen ist jetzt drin und managt das alles. Er hat schon mal geguckt, aber er hat ihn noch nicht gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo er steht. Die Leila ist jetzt eingeschlafen. Das passt mir nicht so, weil ich wollte schon noch dabei sein, wenn uns das alles so erklärt wird. Aber wenn nicht, müssen wir sie im Härtefall halt wecken. Ja, nee, oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich sag's euch. Echt, das ist echt ganz schlimm. Wenn man so endlich so sein Traumauto abholen kann, dann ist das echt Wahnsinn. Ja, wie ich schon vorhin gesagt hatte, ich kann leider nicht reingehen und filmen. Und deswegen ist Eugen jetzt erstmal alleine. Und wegen Leila halt auch. Leon, nicht auch noch einschlafen, okay? Leon hat auch schon gerade so schläfrige Augen gekriegt. Nicht schlafen, okay? Ja, und dann schauen wir mal, was wir heute noch machen. Auf jeden Fall will ich nicht nur nach Hause fahren. Also das kann ich schon mal so sagen. So, die Brina ist jetzt drinne und holt das Auto ab. Wird jetzt sozusagen eingewiesen. Süße, wenn du das siehst, ich hoffe, du freust dich ganz doll über das Auto. Diesmal ist es anders. Normalerweise ist es so, dass ich erst eingewiesen werde und sie dann sozusagen mit Einweise. Ich dachte, diesmal machen wir es mal komplett unterschiedlich und sie wird eingewiesen. Ich bin sehr gespannt, ob das Auto ihr zusagt, aber für uns war dieses Auto schon seit Jahren ist es das Auto gewesen, was wir haben wollten. Und ich denke, sie wird sich sehr darüber freuen. Ich bin jetzt sehr gespannt, sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gleich wird. Ich gucke die ganze Zeit zur Seite, weil das den Hintergrund hat, weil da vorne, falls ihr das sehen könnt, da stehen die ganzen neuen Autos. Und ich warte eigentlich nur auf den Moment, bis sie rauskommt und freudestrahlend ist. Lassen wir uns mal überraschen sozusagen. Ansonsten werde ich euch gleich zeigen, sobald sie draußen ist, wie das aussieht, ob das gut geklappt hat. Natürlich muss das Auto vorher nochmal angeguckt werden, ob auch alles passt. Ob jetzt doch noch ein Kratzer reingekommen ist oder nicht. Sollte ja nicht passieren, ist ja auch ein Neuwagen gewesen oder ist ja auch ein Neuwagen. Wir lassen uns überraschen. Ich halte euch am Laufen und bis gleich. So, ich habe sie gerade gesehen. Sie steht da hinten bei dem Bagger. Da hinten dieses
braune Auto, was schon so ein bisschen zu sehen ist. Das ist unseres. Und ja, jetzt bekommt sie den Test. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, lang hat es gedauert. Ein Knopf funktionierte nicht. Die Werkstatt hat den jetzt gerade noch mal heile gemacht. Brina steht bereit in den Startlöchern sozusagen. Wir fahren jetzt erstmal tanken, weil das Auto quasi mit 5 Kilometern nur ausgeliefert wird. 5 Kilometer sage ich, 5 Liter. Und wir melden uns später. Bis nachher. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe gestern nicht zu Ende gevloggt, als wir das Auto geholt hatten. Ja, wir haben eigentlich auch nicht mehr viel gemacht. Ich habe jetzt, wir haben die Kindersitze ins Auto gepackt, den Kinderwagen ins Auto gelegt. Oh, ich bin echt müde noch heute Morgen. Und so ein paar Einstellungen noch gemacht am Auto. Noch sind wir nicht ganz fertig, es dauert noch ein bisschen, aber es war halt echt gestern schon super spät. Wir waren erst so um 18 Uhr wieder zu Hause. Und ja, deswegen ist nicht mehr viel passiert. Ich bin super, super glücklich mit meinem neuen Auto. Also übrigens, der Leon, der schläft da hinten und die Leila ist im Kindergarten. Ich bin super glücklich mit meinem neuen Auto. Wirklich, es ist echt super schön geworden. Und ja, ich kann es euch ja nochmal so ein bisschen im Detail, so ein paar Fotos könnte ich euch ja nochmal zeigen, dass ihr es ein bisschen seht. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Vlogzeit. Tschüss, macht's gut!